Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Neues Jahr, neue Saison, neues Glück. Und dabei klein Elend. Wie so oft. Wir wollen uns eine schöne Villa angucken. Aber was alles noch um der Villa herum ist, seht ihr alles später. Bis denn. Da ist sie, da ist sie. Ja. So. Extra für uns die Tür geöffnet hier. Aber vor uns waren auch schon mal welche hier. Aber das ist auch nicht so schlimm. Gucken ist ja erlaubt, ne? Oder wie war das? Gucken ist kostenlos. Aber das sieht nicht so nach Villa aus, Micha. Oder? Eine Straßenlaterne. Ja, deswegen. Bin ich ein bisschen irritiert. Da steht das Bild. Logisch, da ist ein Dachausstieg, der endet aber neben dem Balkon. Soll ich eigentlich auf dem Balkon enden? Da fehlt die Hälfte. Also, das hat hier nichts mehr mit Villa zu tun. Sind wir der Meinung gerade. Weil draußen. Nee. Hat definitiv nichts mit Villa zu tun hier. Gleich ein Offiziersvilla oder so. Ja. Aber das war doch. Welche Kuriose ist ja das hier, ne? Das ist das, was ich die ganze Zeit vermisst habe. Ihn habe ich auch sehr vermisst. Kein LP, wo er nicht war. Ja. Ja. Da unten ist ein Ausgang, aber die Tür sieht fachabelt aus. Oh, so ein kleines Lüftungsloch. Auch nicht verkehrt. Das wird das irritieren. So schön gefliest hier. So mit diesen Bodenplatten, das ist gut. Ja, aber siehst du, das ist ja keine normale Villa. Ich denke mal wirklich, dass es hier eine Offiziersvilla war oder so. Oder irgendwann von den hohen teuren Leuten, ne? Schon faszinierend, ja. Nach einem Jahr Stillstand, einem Jahr Pause, gleich so weit, fängt er wieder an. Kann nur noch schlimmer werden, besser. So, da drüben hatten wir ja schon geguckt. Ja, allein die Bauweise.
Richard, kannst du kurz mal leuchten? Also hier nochmal der Beweis, also da steht die Kamera. Also ist nichts Deutsches hier, also ich denke mal irgendwas Militärisches für die russische Polen und russische Miliz. Jo. Schön. Michael, kannst du kurz mal leuchten? Also hier nochmal der Beweis, also da steht die Kamera. Also ist nichts Deutsches hier, also ich denke mal irgendwas Militärisches für die russische Polen und russische Miliz. Das ist erstmal erschreckend, ne? Du guckst hier rein. Also, ja, das Jahr ist jetzt lang. Ich denke mal, da war die Küchenausgabe hier. Interessiert. Hat der Winter bei euch auch eingeschlagen? Wir haben gerade was entdeckt, wo wir gucken müssen. Vielleicht haben sie mal versucht, einen Ansatz zu machen, hier ein bisschen was zu erneuern. Der Wille war da. Aber hier die alten Lampen. Krass. Nicht abgerissen, ne? Nee. Oder so. Sehr gut erhalten. Ja, deswegen. Hier sind wir reingekommen. Genau, hier sind wir reingekommen. Ja, also gut. Sieht jetzt nicht so vertrauenswürdig hier alles aus, ne? Micha, was schätzt du, was hier war? Ich weiß was sagen, was sieht man hier noch? Weil. Nobel aus. Weil da hast du zwei Türen. So, hast du da eine Tür und da sowas. So was wie im Empfangsbereich bist du hier, diese so gut aussehenden Fliesen. Ja, die sehen wirklich
rechts und das ist aber nicht sauber. Und machen wir weiter. Sind aber auch alles dunkle Zimmer, ne? Na gut, okay, wir sind auch im Untergeschoss, ne? Aber ja. Na gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hoch. Nächste Etage. Aber schon mal gut interessant. Krass. Alter. Ich muss das Licht anmachen. So, ab jetzt machen wir die Taschenlampen aus, weil sonst wir zu schnell entdeckt werden. Weil wie gesagt, hier nebenan ist ein Wohnhaus und da wissen wir halt nicht, wie lieb die zu uns sind. Ne? Micha hat gelernt. Micha will keine Fotos mehr machen. Ah, hier hat der Verfall schon mehr eingesetzt. Spiegel? Also, Moment, ich muss jetzt Licht anmachen. Micha hat gerade einen Spiegel gesehen. Ich zeige euch liebend gerne diesen Spiegel. Das ist der Spiegel. Ja, das ist optisch noch. Spiegel. Sehr schön. Also Micha hat auch schon gerade gesagt, also das ist eigentlich, auch wenn es relativ alt scheint, doch noch im ziemlich guten Zustand. Und Micha hatte eben gerade gesagt, die letzten zwei Türen hier, also die und die, kurios, hier ist ein Loch. Denk mal, Micha, das ist wirklich von der Struktur ab. Guck dir doch mal alles an. Hier die ganzen Holz. Das kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Wenn man sich. Ich
jetzt mal näher ran. Wenn man sich die Struktur so anguckt hier, ne? Auf der ganzen Wand lang. Das sieht schon mega edel aus, ne? Also, ich denke mal schon, das war für. Ich denke schon, dass es was für die höheren Tiere waren, weißt du? Mhm. Und nicht so eine kleine Fische wie wir. Ja. Aber hier sehen wir auf jeden Fall den Verfall. Ich mache euch das mal hell. Genau. Hier habt ihr den Verfall auf jeden Fall eindeutig zu sehen. Aber das ist ja mal egal. Wir waren schon in schlimmeren Objekten. Ja, hier genauso. Guckt euch die Decke an. Das ist schon nicht ohne hier. Was hier drin ist, brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten. Michael, das ist eher deine Abteilung hier, ne? Mhm. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Hallo? Das ist für was? Gedacht gewesen hier. Naja, hier haben bestimmt irgendwelche Kinnicks rumgespielt, aber hier die Tür, die auf jeden Fall gepolstert ist und da auch nochmal. Ne? Also hier würde bestimmt irgendwas. Wir tendieren mal. Geheimnisvolle Dinge besprochen bestimmt. Aber auch hier alt. Weiter geht's. So, war das denn bei diesem Fall? Kurios hier. Kannst du deine Taschenlampe mal wegmachen? Ah, weil meine ist heller. Ja, und der kleine Abstellkammer, da kommt. Also wir müssen hier schon ein bisschen aufpassen wegen dem Boden, ne? Nicht, dass wir hier auf dem ersten Lost Place nach fast über einem Jahr Pause direkt mal einkrachen. Ne? Du kriegst jeder Raum. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen voll langweilig ist. Das ist faszinierend, ne? Alter, ist ja noch gut erhalten. Ihr könnt das jetzt nicht sehen über die Kamera, aber da hinten ist Staatsfeind. Ja, cool. Also, letztes Mal muss hier wohl einer gewesen sein, 96 oder so. Ja. Ja, cool. Na ja. Jetzt ziehen wir das Teleskop richtig aus hier. So, dass ihr das auch seht. Michael, du kannst ruhig bis hier oben hinkommen, ne? Hier ist die
Decke auf jeden Fall eingestürzt. Und hier drunter sieht es auch nicht viel besser aus. Also ja, also die Räume hier werden wir auf jeden Fall nicht kriegen. Also das ist zu gefährlich, weil da alles eingestürzt und so weiter. Und den Dachgeschoss, um das Thema da echt zu beenden, gehen wir auch nicht rauf, weil wenn der da schon so morsch ist, möchte ich nicht wissen, wie die Decke aussieht. Weil unser Leben ist uns nicht wert. Denn außerdem. Ja, umso höher wir kommen, klar. Das Dach ist auch nicht mehr der dichteste. Jeder Schritt ist jetzt bedacht. Ich sag ja, überall die Deckenlampen noch dran, ne? Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, ne? Es war klar, dass wir heute im neuen Jahr auf Tour gehen. So, Michael, dann erklär mal, warum wir eigentlich fast einen Abbruch machen müssen. Meine ganzen Akkus sind leer. Aber sagen wir immer, wo man aufgehört hat, damit können wir auch wieder anfangen. Gute Vorbereitung. Ja, aber warum sind deine Akkus leer? Hast du die gestern Abend nicht aufgeladen? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, die sind voll auf dem Auto. Hast du festgestellt, scheiße, die sind alle, ne? Ja, die anderen, ja. Ich hoffe, auf dem Auto halt noch welche. Die müssten theoretisch voll sein. Deswegen, Fotoman ist raus, ja. Müssen wir weiter filmen. Dann filmen wir am besten weiter, genau. Ja. Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr viel, ne? Ja, das Wichtigste ist mal, Gott sei Dank, das Hauptgebäude haben wir. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir hierher gefahren sind. Genau. So, dann machen wir aber trotzdem jetzt weiter, Micha. Tut mir jetzt für dich ein bisschen leid, dass du nicht mehr fotografieren kannst. Mein Videomaterial kriegst du natürlich nicht. Das ist mir großzügig von dir, die Weiße. Gut, weiter geht's. So, wir sind jetzt ein bisschen mutig, weil wir ja da nicht drin sind. Hier sind die Fluchttunnel, nenne ich sie mal, auf beide Seiten. Da ist der andere. Ich will nur nicht so nah rangehen, weil da Staatsfeind. Deswegen. Aber sieht schon mal cool aus, ne? Also. So, dann gucken wir uns die Teile nur mal von außen an, weil ich glaube, wir haben uns gerade hier selber abgeschossen. Deswegen. Aber ein Teil zeige ich Micha auf jeden Fall, wo er sagt, oh cool. So. Ich tippe mal, dass da unten Garagen oder so waren oder Lagermöglichkeiten. Weil hier haben wir auch noch mal so ein schönes Ding. Aber wie gesagt, wir gehen da nirgendwo mehr rein, weil ich glaube, wir haben uns gerade selber abgeschossen hier. Ja. Mit einem schönen Eingangsbereich hier. Genau.
Also für mich persönlich hat der Ausflug sich auf jeden Fall gelohnt. Erstens denke ich mal, dass das da, wo Micha gerade wieder am Weg steht, die zwei Steine und die zwei Steine, dass das mal früher Sitzbänke waren. Und der Highlight, was zu 100% für mich jetzt klar ist, dass es hier ein Militärgelände war. Ach, das sieht man gar nicht so auf der Kamera. Ist er, der Wachturm. Man kommt halt nicht rauf. Aber es ist eigentlich egal, oder? Aber hier kommen wir rein. Aber wie gesagt, wir haben uns abgeschossen. So ihr Lieben, wir sind halt wie gesagt am Ende. Micha, sein Akku ist natürlich leer. Die Bilder, die Micha bei den anderen Objekten gemacht hat, zeige ich euch. Weil ich hatte keine Lust mitzukommen rein, weil ich wollte mir lieber das hier mal angucken. Ja, also ihn hier. Ja, in dem Sinne verabschieden wir uns auch schon vom ersten Video im neuen Jahr. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es wieder gefallen. Vergesst Micha seinen Kanal nicht zu abonnieren. Klasse. Weil da gab es die ganzen Fotos zu sehen. Auf unserem gemeinsamen Kanal natürlich das komplette Video. Hohoho. In dem Sinne, danke, dass ihr angeschaltet habt. Da unten abonnieren ist kostenlos. Haben wir euch ja erklärt, warum, wieso, weshalb, weswegen. Seinen Kanal nicht abonnieren. Bis dahin sagen wir tschüss. Ciao.